Hallöchen und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Days Gone. Also die letzte Folge, die hat echt Fun gemacht. Eigentlich würde ich die Aufnahmesession hier noch beenden, aber es hat so viel Spaß gemacht, die letzte Folge. Ich bin gerade süchtig. Mein Arm schließt zwar gerade ein, aber ey, ich bin süchtig. Ich will weitermachen. Vor allem sind hier noch so viele Leichen zu plündern. Wäre gestern so ein richtiges Spektakel. Oh, die Säge! Ja! Wir können uns einen Baseballschläger-Axt machen. So. Apropos Verband voll. Wir können ja eben benutzen. So. Nehmen wir deinen Verband mit. Sparen wir ein bisschen Material. Okay, da vorne ist ein Benzinkanister. Schrott. Okay, die wurden wahrscheinlich von den Freakern zerfetzt. Gehen wir stark davon aus. Okay, hier waren überall Freaker. Sehr freundlich von den Freakern, dass die hier alles gemacht haben. So, wo ist die Brücke? Da ist die Brücke. Das heißt, der Kollege, der hier lag, war derjenige, der runtergefallen ist. Arme Schwein. Aber hat mir echt Spaß gemacht hier. So was kannst ruhig euch das geben. So alte Reflexion. Oh, was ist das denn? Ah. Bleacher. Daher ist es ja so ein Wolf oder sowas. So, dann ist für heute geplant gewesen. Nicht der, aber wir können auch den zuerst machen. Na komm, hier, reparieren wir mal kurz. Ja, das wird halten. Das war ein Schild. Nur mit Munition müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Und zur Not holen wir uns einfach. Also das Camp kriegen wir wahrscheinlich noch hin mit der Munition. Wenn wir das dann geschafft haben, dann holen wir uns einfach die Drifter-Armbrust und dann sollte das gehen. Ein Hirsch. Manche Dinge ändern sich nie. Komm, das Essen entgegengerannt. Schön.
Ja, das war's mit Bambi. Deswegen hat Disney davon auch noch keine Realverfilmung gemacht. Weil es genauso ausgehen würde. Okay, das war ein bisschen sehr hart. Probleme sind gelöst. Mein Freund und Helfer, Dankeschön. Es ist zwar nicht viel, aber es hilft. Ich bin für jedes Kind ein bisschen dankbar. Warte, müsste hier nicht auch irgendwo ein Benzinkanister sein? Theoretisch, ne? Theoretisch müsste ich hier irgendwo ein verdammter Benzinkanister rumliegen. Oh. Halber. PCA-Technologie. Wo ist der Kanister? Wo ist der Kanister? Da ist der Kanister. Also. Kerosin nehmen wir auch noch mit. So. Oh, dann mal los. Alles, was wir reinkippen können, kippen wir rein. Ach, da ist der andere Kanister. Gut. Geht's dann, Kollegen. Oh. Nice one. Gut, dann geht es jetzt einmal durch das Dunkle. Scharfschützen hinterhalt auf der Straße. Nicht mit mir. Oh. Greif ihn an! Oh wow. Ich bin direkt runtergefallen. Was hat der für eine Waffe? Lauf! Ich schaffe es. Verdammt! Getroffen! Jemand hat sie weg! Ich muss hier zurück. Warum? Oh. Das Arschloch. Das sollte niemand aufmachen. Was? Vielleicht ist gar nicht runtergekommen. Unser Bike ist halt zerschossen. Ich krieg das schon hin. Funktioniert. Traurig. Dass ich dafür jetzt wieder so viel Munition verschwenden musste. Ist hier unten lang gerollt? Nee, nee, kann gar nicht so weit gerollt sein. Fang ich hoch. Hä? Okay. Das ist strange.
Falle. Ich muss helfen. Kollege? Ist das mit Pfiff? Ja, alles gut. Schrei nicht so. Hey. Ist okay. Du wirst hier draußen sterben. Ich weiß, wo ein Camp ist, wo es sicher ist. Was? Camp? Ja. Camp? Wo? Wo? Zeig's mir. Ich geh hin. Auch zu Iron Mike. Hey, geh nach Lost Lake, sprich mit Ricky Patel. Wir haben es fast geschafft. Ich habe gerade verstanden, sie lässt dich ran. Das wäre... Hab ich gesehen. Sehr schön. Da oben ist das Camp. Weil das wirklich so eine gute Idee ist hier mit dem Camp. Oh, Besucher willkommen, wir brauchen die Übung. Ich hoffe, dass ihr noch Übung braucht. Ein Haufen mordender Arschlöcher. Ich darf keinen entkommen lassen. Schießen bei Sichtung. Okay. Nein, die Scharfschützen. Sieht nicht danach aus, oder? Wie das erwischt hat, war nicht schlimm. Was? Einer weniger. Na dann los. Plünderer, wo? Noch was?
Komm. Zeig dein Köpfchen. Verdammt. Die nehmen wir mit. So. Zaunfall ab. Sehr schön. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wo du bist. Da ist er. Wie kann ich da nicht treffen? Bewegung, Bewegung! Nicht genug. Hier. Bis nach oben, bis nach oben, bis nach oben. So, Rettung, schnapp dir das Schwein! Nein! So. Was? Mich gerade wie Rambo, Alter. Und ich mache mir Sorgen um die Munition. Ja, was zum Henker machst du da? Alter, was sagst du? Ich glaube, das war's. Die Straßen werden etwas sicherer sein. Zwar nicht viel, aber immerhin etwas. Ich frage mich, ob sie hier irgendwo einen Bunker haben. Natürlich. Ich wette darauf. Ja, hab ich auch gerade gesehen. Bunker. Ja, da ist er. So. Ah, ist das schön. Guck mal, dann hat sie das jetzt auch hier oben. Fühlt sich gut an. Oder sieht man auch, dass man was geleistet hat. So. Hier ist die Schlafkajüte. Das ist das der Arbeitsbereich wahrscheinlich. Genau. Eine Karte. Sieht aus, als hätten sie ziemlich viel markiert. Mhm. Yeah. Konzentrationscocktail. Was haben wir denn hier? Wie baue ich einen? Okay. Sehr schön. Gut, Klo haben wir auch. So, wir haben 2:41 nachmittags. Das ist ja noch in Ordnung. Oh, hier ist eine Forschungseinrichtung.
die blinkt. Können wir die auch eben schnell mitnehmen? Das Camp war auch nicht schlecht, allerdings ist es für eine Person einfach zu groß, zu offen. Also hier würde ich nicht einziehen wollen. Das andere auf Merk, das wäre richtig nice. Das würde ich gerne als Basis nutzen. Wir schnappen uns Boozer und gehen da hin. Da liegen auch sehr viele Fallen rum. Das passt. Scheiße, auf den Wachturm, den wir haben. Schon mal wieder fertig. Ich liebe das Ding. Ja, wir haben ja hier geparkt. Stimmt ja. Gut. Dann geht's zu Nero. Das ist der Wolf. Okay, holy shit. Gut, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Tschüss.